Here we are. Hallo Ich Gabi. mache es jetzt wirklich ganz kurz. Ich freue mich sehr, dass du dieses Jahr auch wieder mit dabei bist und ich bin schon super gespannt auf deinen Vortrag. Ich beobachte ja so das ganze Jahr über, was du zu sagen hast und ich weiß schon, es kommt jetzt dichte, geballte Information. Anja, du bist eine der engagiertesten Menschen, wenn nicht überhaupt die engagierteste, die ich überhaupt kenne, in diesem ganzen Bildungsbereich. Du beschäftigst dich mit globaler Transformation, mit dem digitalen Wandel. Ich weiß nicht, wie lange schon, also Jahrzehnte fast schon, nicht ganz. Du giltst als kreative Trendsetterin und selbst bezeichnest du dich als Bildungsquerulantin. Und damit hast du das Wort jetzt. Ja, vielen Dank, Gabi. Danke auch für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre. Und ja, zu den Jahrhunderten, nicht Jahrhunderten, Jahrzehnten. Ich bin tatsächlich 1995 in die New Economy eingestiegen und dann relativ schnell in so einer Bildungsagentur gelandet. Und von daher würde ich schon sagen, dass ich seit mehr als 20 Jahren mich eigentlich mit der digitalen Transformation beschäftige, wobei man das früher ja nicht so genannt hat. Also ist erst im Rückblick ist ja klar, dass wie das alles so zusammenhängt. Und das ist mir auch erst, also dieser Zusammenhang, dass ich mich letztlich schon sehr lange mit digitaler Transformation beschäftige, ist mir auch erst vor 1, 2 Jahren gekommen, dass das eigentlich das, was wir gemacht haben, eigentlich schon immer das war, sich damit zu beschäftigen, wie können Menschen damit umgehen, mit diesem Umbruch, der im Moment geschieht. Aber diesen Umbruch, den hat man in dem Moment ja noch gar nicht gespürt, sondern jetzt erst wurde sich das so kumuliert. Da merken wir, dass wir da in einem richtig radikalen Wandel uns befinden. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, was auch viele jetzt auch in der Politik so langsam begreifen, dass das viel mehr ist als nur so eine kleine Veränderung, ein kleiner Wandel. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum jetzt so die Dringlichkeit immer größer wird, zumal in Deutschland ja wirklich lange geschlafen wurde und es auch sich kaum damit beschäftigt wurde auf politischer Ebene. Genau, also ich empfinde das auch so. Also jetzt geht es schon schneller. Also das heißt, wir sind sozusagen im Exponentialbereich angelangt. Also so diese Anlaufphase haben wir verlassen. Anja, ich gebe aber gleich weiter. Ich schalte auf das Präsentationslayout um und du hast das Wort. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt doch eine Präsentation angelegt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder was auch immer, gerne bitte in den Chat rein, damit das hier nicht so eine Frontalbeschallung ist. Ich habe aber trotzdem mal versucht, mal so ein paar Gedanken zusammenzutragen. Und auch im Hinblick darauf, dass ich vermute, dass hier nicht nur junge Menschen sitzen, sondern dass hier vor allen Dingen auch Menschen sitzen, die sich auch mit Jugendlichen zu tun haben, in ihrem persönlichen Umfeld, in ihrem beruflichen Umfeld. Und insofern werde ich da auch so ein bisschen über Bande spielen und mal versuchen, so ein paar Sachen vielleicht hier zu verdeutlichen. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier mit klarkomme. Ah, ich kann hier so springen. Okay. Gut, also. Das ist eine Grafik, eine Visualisierung von Raffaelina Rossetti. Die hat mir das erlaubt, dass ich ihre Sachen nutzen darf. Die hat sie im Anschluss an unsere Sommerakademie erstellt und bringt das eigentlich sehr gut auf den Punkt, wo wir uns im Moment befinden. Wir kommen im Grunde von diesem Ego-System, also dass wir ein Leben haben mit einem, idealerweise einem Job, der uns das Leben trägt. Machen wir diesen Kulturwandel unten durch und befinden uns jetzt in einem System und da finden uns da wieder, reiben uns die Augen, weil wir auf einmal in einem Leben voller verschiedener Jobs irgendwie uns wiederfinden, darauf ja gar nicht vorbereitet wurden. Wir gelten als die erste Generation, die tatsächlich während ihrer Arbeitszeit, während ihrer Erwerbstätigkeit komplett neu umdenken muss. Früher wurden solche Entwicklungen von Generation zu Generation weitergereicht. Also dann ist man halt in Frührente gegangen, wenn man nicht mehr da mithalten konnte.
Dann kam die nächste Generation, die dann den nächsten Schritt mitgehen konnte. Das wird jetzt nicht mehr so funktionieren können. Das ist aber jetzt wieder an die Älteren gerichtet. Die Jungen haben den großen Vorteil, dass sie sich von Anfang an jetzt darauf vorbereiten können. Und ich denke, da sind auch, liegen auch viele Vorteile drin, weil man muss nämlich jetzt nicht mehr nur einen Job machen, sondern man hat die Möglichkeit, auch viele verschiedene Sachen auszuprobieren und sich und seine verschiedenen Talente da zum Einsatz zu bringen. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, worauf das hinausführt oder wie das so zusammenhängt. Also Ego-System, das war halt dieser möglichst eine Job, den man irgendwann erreicht und den man dann sein ganzes Leben lang ausführt. Manche 40 Jahre, 45 Jahre, also für manche ist das ja auch ein Horrorsystem gewesen. Und ja, das ist das alte System und wir bewegen uns weg hin zu diesen Umbrüchen, die wir jetzt schon seit einigen Jahren verfolgen können. In der Medienindustrie fing es an. Heute ist, sagt man, dass jedes Unternehmen Medienunternehmen ist. Also jeder muss sich irgendwie da präsentieren. Und insofern explodieren diese Jobs, diese Freiberufler, die überall Filmaufnahmen machen. Es kommen immer neue Medien auf. Die Virtual Reality wird immer mehr Teil unseres Lebens und man probiert es in unterschiedlichen Kontexten jetzt aus. Es werden auch neue Räume sich eröffnen. Also wir erleben sozusagen nicht nur medial neue Räume, sondern auch im Ökosystem, in der physischen Welt. Irgendwie werden wir neue Perspektiven erlangen. Und das alles so zusammenzudenken, wird uns komplett vor neue Mobilitätskonzepte stellen, vor neue, also das komplette Leben neu zu denken. Die Möglichkeit haben wir jetzt. Und gleichzeitig sehen wir auch diese ganzen Entwicklungen hin Richtung Automatisierung, Computerisierung, Robotik, die uns immer mehr Arbeit abnehmen können. Und die aber auch gebaut werden wollen. Also diese Systeme muss man auch erstmal denken können und installieren können. Dann haben wir unterschiedliche Augmented Entwicklungen, also wie Technologie immer näher an uns auch rankommt und wir wirklich querdenken können. Also das sind alles neue Formate, die so noch nicht vorgezeichnet sind, für die es keine Ausbildung gibt, sondern die wir selber konzipieren. Und schließlich kommen wir in diesen Bereich, der jetzt schon ziemlich weit sich ausdifferenziert hat. Und an dem will ich mal ein bisschen was verdeutlichen, wie so neue Ökosysteme auch aussehen können. Und zwar ist das der Games-Bereich. Und für alle Älteren, die das jetzt noch nie so erlebt haben, hinter diesen einzelnen Bildschirmmonitoren hier sitzen einzelne Menschen und die spielen alle dasselbe Spiel, nämlich oben das, was da oben angeführt ist. Und das nennt man E-Sports. Das ist ein riesiger Markt in der Zwischenzeit und man geht davon aus, dass der E-Sports-Markt in absehbarer Zeit den Fußballmarkt überholen wird, weil es halt besser zu dem Medium passt. Also jedes Medium hat immer seine spezifischen Sportarten, die sich dafür idealerweise eignen und hier befinden wir uns jetzt in der Computerwelt. Und ich will das jetzt mal ein bisschen verdeutlichen für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Also E-Sports ist, wie gesagt, das wettbewerbsmäßige Spielen von Computer- und Videospielen im Mehrspielermodus. Das heißt, mehrere Spieler spielen miteinander im selben Spiel und übernehmen dann Rollen und übernehmen dann bestimmte Rollen in diesem Spiel und spielen so miteinander. Es versteht sich schon als Sportart in anderen Regionen dieser Welt. Ich muss mal gerade hier meinen Laptop zur Seite. Und nur in Deutschland ist es noch nicht als offizielle Sportart anerkannt, aber das wird kommen. E-Sports für alle, die, damit ihr so mal ein bisschen da reinkommt. Also E-Sports in der 01er-Version war das Pong-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. 1972 kam es auf den Markt. Ich selber habe das gespielt am Fernseher damals. Dann hatte man zwei, weiß ich gar nicht mehr, wie das war, mit Joysticks oder irgend sowas. Und dann konnte man links und rechts von dem Netz quasi Ping-Pong spielen. Ich kenne auch einen, der war mal Pong-Weltmeister. Ja, sowas gab es also auch schon. Das hat sich dann ausdifferenziert im Laufe der Zeit. Es gab dann dieses eSports 1, das ist diese Mehrspieler-Umgebungen, von denen ich eben schon berichtet habe. Das hier ist jetzt Dota 2, ist im Moment wohl das angesagteste Spiel. Also ich bin selbst gar kein Gamer. Also was ich hier anführe,
sind einfach nur Beobachtungen, weil es halt wirklich relevant ist. Und das sind im Grunde solche Umgebungen, wie gesagt. Und da spielen im Grunde Teams von 4 bis 6 Personen, die spielen gegeneinander. In der Zwischenzeit hat sich das auch schon so weit ausdifferenziert, dass da richtige Mannschaften gegründet werden, die in unterschiedlichen Spielen dann reingehen als Team. Also das ist hochprofessionell, die verdienen auch richtig Geld. Und das sind richtig hohe Preisgelder, werden da vergeben. Also man kann das, diese Spiele kann man aber auch zu Hause spielen, ne? Man kann also individuell da reingehen, kann sich dann zufällig einem Team anschließen und dann mit denen gemeinsam spielen. Oder halt dann in der professionellen Variante, das ist dann richtig schon ausdifferenziert, kann man sich vorstellen, wie beim Fußballspiel, weil bei den Fußballmannschaften da, die werden richtig trainiert, die gehen zu kommen zusammen, die trainieren diese Abläufe, weil es kommt ja dann genau darauf an, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Also das ist richtig Arbeit. Ich habe mal mit einem gesprochen, der war auch gleichzeitig Taekwondo-Weltmeister, weil diese Füße, weil das so anstrengend ist, über mehrere Stunden da zu spielen, dass man da so wirklich sehr austrainiert sein muss, um das überhaupt mental durchzustehen. So, und dann werden Turniere gespielt, Meisterschaften. Also das ist ein Riesen Markt. Und in der Zwischenzeit gibt es auch in der Bundesliga, haben verschiedene Bundesliga-Firmen, haben auch schon so Abteilungen gegründet, wo sie Mannschaften bilden, um da Erfahrungen zu sammeln, weil das halt, ja, wie gesagt, der kommende Markt sein wird. Und finanziert wird das Ganze auch ähnlich wie in diesen Sportligen, irgendwie über Sponsoring. Die Ticketpreise, weil die kommen dann auch in so Hallen zusammen und spielen dann dort. Und das sind riesengefüllte, also Riesenstadien, in denen die spielen. Und dann stehen die vorne auf der Bühne und spielen gegeneinander. Und vorne im Publikum, dieses ganze Stadion ist dann gefüllt mit Zuschauern, die dann johlen und pfeifen. Und also das ist gigantisch. Und wenn man das noch nie so erlebt hat, dann ja. Ist es für einen sehr befremdlich, aber es ist im Grunde, das ist schon ganz weit fortgeschritten. Die Umsatzzahlen auch in Deutschland steigen sehr schnell. Und um mal so einen Vergleich zu setzen, seht ihr ganz rechts hier, das ist die erste Bundesliga, das ist also quasi der Umsatz, unten in der Horizontale ist der Umsatz. Die Bundesliga ist natürlich das, wo am meisten Geld im Moment verdient wird. In der Mitte der Eishockey, Handball, Basketball. Wird so ein bisschen, aber auch schon ordentlich verdient. Und oben seht ihr die E-Sports. Das ist im Grunde das, wie sie schon quasi, sind schon fast an der Handballliga dran. Und seht aber auf der Vertikalen, seht ihr, welches Wachstum die haben Jahr für Jahr. Also die haben ein wahnsinnig schnelles Wachstum. Insofern ist es absehbar, dass sie vorankommen. Deutschland ist leider, nicht leider, sondern Deutschland ist natürlich auch dort nicht unbedingt der Vorreiter, sondern es kommt aus dem asiatischen Markt und auch USA natürlich. Sind da schon sehr weit fortgeschritten, haben da sehr große Märkte. Also in Südkorea ist es ein also die werden die Spieler gefeiert wie Ronaldo hier wie auch immer die Halle heißen mögen. Okay, und auch da ist klar, also es wächst, es ist gigantisch und es ist nicht nur innerhalb des Spiels, sondern es geht immer weiter. Die Medienrechte, das wird dann übertragen und das wird dann gibt es Werbeflächen auf diesen Plattformen und so weiter. Also das differenziert sich dann aus und zwar ist der größte Teil, ist das Graue, ist dieses Sponsoring, aber der Rest ist die Werbung, die Verkäufe, die Medien. Also es entsteht, was ich sagen will, ein richtiges Ökosystem. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr mal hier schaut, Dota 2, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Dota 2 ist das Spiel, was ich eben angeführt habe, was im Moment am beliebtesten ist. Was die für ein Preisgelder vergeben. Also links ist Wimbledon und das ist Dota. Hier ganz rechts ist die Tour de France. Da seht ihr so ungefähr das Verhältnis, also welche Dimension das in der Zwischenzeit eingenommen hat. So, und man sagt, dass das in der Zwischenzeit hier einen Status hat, vergleichbar zum Fußball 1973. Da fing das auch an, dass in Braunschweig halt zum ersten Mal der Jägermeister aufs Trikot
durfte für 100.000 D-Mark. Und dann sieht man ja, wo das jetzt gelandet ist. So, und jetzt kommen wir so langsam zu diesem beruflichen Umfeld. Also, und das ist also im Grunde gibt es diese Spiele. Also es gibt ein Spiel, es gibt Hobbyspieler, es gibt professionellen Spieler. Aber es gibt Unternehmen, die darin sponsoren, es gibt ein Publikum, was da sehr aufmerksam ist. Es gibt Rechteverwalter, es gibt Medien, die das übertragen. Also das wächst immer weiter aus. Und was wir sehen, ist also hier, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Stift hier kriege. Zeige. So. Nee. Ah, das geht in der PDF nicht so gut. Okay, also ihr seht die. So, links seht ihr unter Zentral, seht ihr die professionellen Gamer. Das ist also so das Kerngeschäft, wie sich das so ausdifferenziert hat. Dann gibt es den erweiterten Kram, das sind also diese Hobby-Gamer, das sind die Broadcaster, da komme ich gleich zu, das sind die Publisher, also die diese Games, diese Spiele verkaufen. Und das geht halt weiter bis hin zu den Messebetreibern, die halt dann diese Hallen zur Verfügung stellen, wo das Ganze stattfindet. Das ist alles ein Ökosystem, was rund um diese E-Sports sich aufgebaut hat, aufgefächert hat im Laufe der letzten Jahre. Also das ist ein Riesenmarkt mit sehr unterschiedlichen Berufsrollen. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt sehen wir, wie sich diese E-Sports noch weiterentwickelt durch diese Anbindung jetzt an dieses World Wide Web und diese Web 2.0 und diese ganzen sozialen Netzwerke kommen jetzt die nächsten Spiele auf. Fortnite scheint da sehr weit vorne zu sein, ist im Moment das auch so, was extrem aufstrebend ist. Und soweit ich das verstanden habe, ist der Unterschied von Fortnite gegenüber dem Dota, ist, dass es eher auf diese individuellen Spieler angelegt ist. Also man geht jetzt wieder in Richtung, nicht in Richtung Teams, sondern in Richtung Individualisierung und versucht es darüber im Grunde auch zu professionalisieren. Also man versucht jetzt mehr Geld aus diesem Markt rauszuziehen und da Strukturen aufzubauen, die Menschen unterstützen, um da auch ja, berufliche Profile drumherum aufzubauen. Und das geht jetzt so weit, dass sogar in den USA eine Liga entwickelt wird, die vergleichbar ist zur Football-Liga. Und da spielen dann auch, also das ist die eine Strang, da spielen die Teams wieder gegeneinander. Aber das wird richtig groß aufgezogen mit allem, ne? Also mit Übertragung, mit allem Pipapo. Und auf der anderen Seite ist hier Fortnite, die halt eher auf jetzt Events entwickeln, wo man auch in so einen Turniermodus reinkommt. Und dann gibt es am Schluss, jetzt im ersten Jahr, ist jetzt gestartet, gibt es dann ein Preisgeld von 100 Millionen US-Dollar. Also es sind gigantische Summen, was da in der Zwischenzeit platziert wird. Und wenn ihr mal auf YouTube schaut und euch mal so das letzte Fortnite-Event anschaut, in so einem Stadion und wie das aufgezogen ist, das ist im Grunde wirklich wie so ein, ja, ich weiß nicht, ob ihr mal beim American Football wart, also so ist das irgendwie, auch von der Stimmung her, von der Intensität her, von der Medienübertragung, das ist wirklich gigantisch. So, und das kommt halt auch dadurch, dass jetzt diese Broadcaster aufgetreten sind. Und zwar ist das ja, wie gesagt, sehr anstrengend, so in diesen Teams zu spielen, das alles sehr professionell zu betreiben. Und so sind immer mehr dazu übergegangen, stattdessen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, stattdessen ihre Spielsituation live zu übertragen und dann zu kommentieren. Und das Ganze geschieht über Twitch. Twitch ist in der Zwischenzeit also gibt es schon länger, lange, ist vergleichbar zu YouTube, nur dass dort halt im Grunde im Moment fast ausschließlich solche Spielsituationen da gestreamt werden. Da sitzen die Leute stundenlang davor und schauen anderen zu, wie die so ein Spiel spielen. Und dann haben sich in der Zwischenzeit halt diese Profis da auch eigene Kanäle angelegt und übertragen regelmäßig, wie sie diese Spiele spielen, kommentieren das. Und dann kann man die sponsern, kann man die abonnieren. Und die
Es sind gigantische Zahlen, also wie viele Stunden die Menschen davor sitzen und dem da zuschauen. Also man geht davon aus, dass Twitch bald auch oder hat das Potenzial, in eine ähnliche Dimension wie Facebook und YouTube zu kommen. Und das hier ist auch so ein Video, was man dann auf YouTube findet, von einem, der ist so unter den Top 10 der Profis. Und was er regelmäßig jetzt, indem er das spielt, was hat er mal so addiert, wie viel Geld er dafür damit einnimmt, mit Werbung, mit Subscription, also Abonnements, da bekommt man dann auch einen Teil, also es teilt sich quasi die Plattform mit dem Anbieter und Spenden. Und das ist ja schon mal nur, ne, also davon kann man ja schon ganz gut leben. So, das heißt irgendwie, wir haben dieses Ökosystem, wir haben diese unterschiedlichen Berufe und gleichzeitig sehen wir, wie dieses System auch von anderen etablierten Institutionen im Grunde auch schon genutzt wird als Wirtschaftsförderung für die Zukunft. Also Wolfsburg ist jetzt im Moment relativ weit fortgeschritten, soweit, also mir ist etwas Vergleichbares nicht bekannt. Und zwar haben sich da, wir haben ja eh schon eine ziemlich fortschrittliche Verwaltung, indem sie da Schiller 40 aufgezogen haben, so ein Coworking Space. Und jetzt sind sie, also ist die Schiller 40 und die Volkswagen und der VfL Wolfsburg, die haben sich zusammengetan, haben jetzt so eine Markthalle übernommen und versuchen dort für die Jugend digitale Projekte anzubieten und sie, also Jugendförderung dort zu betreiben und experimentieren, das weiß ich, sehr stark auch mit dem E-Sports, weil das halt so ein Riesenmarkt ist und weil sie auch eine Mannschaft haben da in dem Bereich. Und nicht alleine, es geht jetzt nicht darum, jetzt alle Menschen, alle Jugendlichen in Richtung E-Sports zu treiben, aber so das als System zu begreifen. So, das heißt, wir haben also da jetzt sehr, sehr unterschiedliche Berufe, die alle mit dem Thema E-Sports zu tun haben. Wir haben die Verwaltung, wir haben die Unternehmen, da kann man ja, wir haben Automobilindustrie dran, wir haben Sportfunktionäre da dran. Also es gibt, man kann jetzt ja alles Mögliche tun, um in diesem Umfeld zu arbeiten. Man kann ein BWL-Studium genauso machen und da letztlich da landen oder ein Ingenieurstudium oder IT oder was auch immer. Aber man muss es nicht. Man kann auch als professioneller Gamer auch ein sehr gut finanziertes Leben dort führen. Also der am meisten dort, also quasi der Ronaldo von USA im E-Sports, der verdient 500.000 US-Dollar im Monat mit seinen Aktivitäten. So, das heißt also, das differenziert sich alles. Es geht jetzt also nicht mehr darum, irgendwie, es machen zwar immer mehr Leute einen Hochschulabschluss, wir haben ja das große Problem der Akademisierung und gleichzeitig wünschen die immer weniger Unternehmen das, zumindest die fortschrittlichen. Also ist ja im Moment, ist ja ganz interessant, ich habe ja mit dem Thema mal irgendwann angefangen und ich kriege ja diese Nachfragen jetzt immer so mit. Also es scheint ein Thema zu sein, das treibt viele um, ob die Zertifikate wirklich noch die Bedeutung haben oder doch nicht und was dann der Ersatz dafür sein kann. Also damit beschäftigen wir uns ja auch zunehmend in nächster Zeit. Es gab hier gibt es ja diesen Freitag, diese Taschenanbieter, die haben eine Dependance offenbar in der Schweiz und die suchten jetzt erstmalig halt einen Menschen, der sich um das Wohlbefinden der Kollegen kümmert. Und das war insofern originell, weil sie explizit sagten, dass ihnen der Abschluss völlig wurscht ist, was jemand mitbringt. Und wie dieser Mensch arbeiten will, ist ihnen auch egal. Sie werden sich danach entscheiden, wer das beste Konzept mitbringt. So, und jetzt kann man dann unter Berufsorientierungsgesichtspunkten anfangen, darüber nachzudenken, wie komme ich denn an den Punkt, dass ich jetzt wirklich ein originelles Konzept da vorlegen kann, was diese Menschen interessiert, dass sie mir die Stelle dann geben, nicht dafür bezahlen. Und dann kommen wir in diesen Punkt Ausbildung langsam rein. Hier ist ein aktueller Bericht der Weltbank.
Und die versuchten so zu verdeutlichen anhand dieser unterschiedlichen Stellenbeschreibung des Hilton Hotels in Shanghai, wie sich so die Welt verändert hat. Also links 1986 hat man, so sollte man jung sein, einfach einen Bachelor haben, Englisch sprechen, gesund sein und möglichst nah an dem Hotel wohnen. Das waren die einzigen Voraussetzungen. Heute hat sich das dahingehend gedreht, dass man Kundenerfahrung haben soll, also diese Customer Experience, also dass man fähig sein soll, Menschen ein angenehmes Wohlempfinden angedeihen zu lassen, dass man IT-kompetent ist, dass man, aber das sagen sie auch, aber das ist halt China, dass man 4 Jahre Universitätsabschluss haben soll, plus Arbeitserfahrung. Gut, das sind also jetzt im Moment diese aktuelle Entwicklung, wenn wir uns dann auch anschauen, wo Hilton steht, das ist ja in der Mitte. Und wer jetzt in der Zwischenzeit sie eigentlich schon von ihrem Kerngeschäft im Grunde disruptiv angreift, nämlich Airbnb, dann sieht man, ja, in welcher Welt wir derzeit leben. Ich kenne Airbnb, kann man nun auch in Deutschland kaum, aber obwohl auch in Deutschland wahrscheinlich in eigenen Regionen. Auch da kann man natürlich sich ein eigenes Business aufbauen. Also das sehen wir in Deutschland halt immer nur so als Gefahr. Andererseits in anderen Ländern sieht man das als Möglichkeit für Menschen, sich ein eigenes, ja, Business aufzubauen, sich als wie Gastgeber im Grunde aufzustellen. So, und was da jetzt geschieht, um das nochmal so in den Kontext zu stellen, ist halt, dass wir, ich versuche jetzt doch nochmal mit dem Zeiger. Ja, ungefähr da. Mist. Entschuldigung. Nee, falsche Richtung. Egal. Also, jetzt müsst ihr selber schauen, und zwar rechts die letzte gelbe Welle. Das ist im Grunde das, wo wir die Welt hinter uns haben, die aber unser Mindset weiterhin prägt. Und zwar 1950 ist am Anfang dieser Welle. Da kamen im Grunde diese elektronischen Geräte auf, damit kam die nächste industrielle Revolution, die nächste Ausprägung der industriellen Revolution trat dann auf den Plan und damit irgendwie kam die Wertschöpfung in Gang und dann gab es da ganz viele Arbeitsplätze und dann, wenn man am Anfang dieser Welle da einen Arbeitsplatz gefunden hat, dann konnte man den auch tatsächlich 40 Jahre ausüben und dann war gut und dann ging man in Rente. Jetzt sehen wir hinten, wie die Wellen immer kürzer werden, immer schneller werden. Und können davon ausgehen, dass ein junger Mensch heutzutage vermutlich mindestens oder durchschnittlich 7 verschiedene Jobs ausüben wird. Und zwar komplett unterschiedliche Jobs, nicht irgendwelche aufeinander aufbauende. Und das kommt halt dadurch, dass halt immer schneller diese Wellen zuschlagen und sich dadurch die Arbeitswelt auch komplett wieder neu drehen wird. So, das klingt für Deutsche immer sehr beängstigend, aber lass uns mal doch mal als Chance sehen. Also es geht nicht mehr darum, und das ist das große Problem im öffentlichen Diskurs, dass wir nur die Geschäftsprozesse ein bisschen digitalisieren und irgendwie ein bisschen überlegen, wie wir vielleicht auch mal ein Geschäftsmodell komplett neu entwickeln, sondern was wirklich in die Köpfe rein muss, ist, dass wir jetzt in den nächsten Jahren die Volkswirtschaft wirklich neu erfinden müssen. Und zwar komplett neu denken müssen. Und das ist ein Problem, was keiner irgendwie, was im politischen Diskurs im Moment nicht stattfindet. Und ich gehe mal über die Folie hier hinweg. Letztlich ginge es darum, in der zweiten Ebene, dass eben die öffentliche Politik. Letztlich ginge es darum, dass sie im Grunde diesen Wandel vorantreibt und da Rahmenbedingungen setzt. Das ist aber nicht so, sondern wir müssen im Grunde selber als Zivilgesellschaft da noch aktiver werden, um sie zu treiben, weil von alleine bewegen die sich nicht. Was es für junge Leute bedeutet, ist, dass zwar auf der einen Seite Beschäftigungsverhältnisse durch die Automatisierung verloren gehen in den alten Berufen. Und gleichzeitig aber neue Beschäftigungseffekte entstehen werden durch innovative Entwicklungen. Und da haben natürlich junge Leute eine große Chance,
das da gleich reinzuwachsen, anstatt irgendwie die anderen müssen ja erstmal ihr ganzes Mindset hinter sich lassen, dass, also die jetzt schon im Beruf sind, um zu switchen. Das heißt, es wird, denke ich, in nächster Zeit weltweit einen sehr großen War for Talents geben, also einen Krieg um die Talente, um die, die wirklich fit sind, die irgendwie Innovation treiben können, die das auch denken können. Und insofern haben junge Leute, wenn sie denn wollen, sich da auf diesen Pfad einzulassen, sind das paradiesische Zustände. Also ich aus der Babyboomer-Generation, das war ja ganz anders. Gleichzeitig gibt's, sind das natürlich auch neue Anforderungen, die dann an die Personen gestellt werden. So, und wie kann man damit persönlich umgehen? Das gilt meines Erachtens, also wir haben ja schon die Rahmenbedingungen, sind ja schon längst geschaffen irgendwie für dieses neue Bildungssystem. Also im Grunde haben wir ja alles schon, wir haben dieses große Internet und da steckt auch schon viel Potenzial drin. Das kann man sich als Arbeits- und Lernumgebung denken. Und es wird nicht mehr so einen formalisierten Rahmen geben, dass man nun standardisiert, dass jeder jetzt bitte Twitter zu nutzen hat oder was auch immer oder Slack oder Adobe Connect oder was auch immer, sondern dass jeder für sich sein Setting findet. Und dieses Setting wird sich auch immer wieder verändern. Und der eine hört gerne Podcasts, der andere schaut lieber YouTube-Videos, wie auch immer, oder Twitch oder was auch immer, ist egal. Aber was wichtig ist, ist, dass man begreift, dass man selbst in der Mitte steht und das auf sich selber anpassen muss. Und dass man selbst halt im Grunde in diesen Flow kommen muss. Und Flow bedeutet, ich habe dazu auch eine Anja Time schon gemacht, dass ihr euch immer wieder neue Herausforderungen setzt und dann eure Fähigkeiten dann ein bisschen anpasst, damit ihr diese nächste Herausforderung dann auch bewältigen könnt. Wenn ihr die Herausforderung zu hoch setzt, dann seid ihr überfordert. Wenn ihr sie zu niedrig setzt, kommt Langeweile auf. Das heißt, da muss man für sich selber persönlich einen Weg finden, wie man da durchfindet. Und dafür kann man dann auch unterschiedliche Tools nutzen und das auch vor allem auch dokumentieren, seinen eigenen Lernpfad. Das kann man einerseits in LinkedIn, dazu hält Nicole ja später noch eine Session, oder auch in Mozilla, Open Badges kann man gewisse Errungenschaften sammeln oder wie auch immer man das dokumentiert. Man kann auch einen Blog führen. Wie auch immer, man kann das in sehr unterschiedlichen Formaten, aber man sollte seinen Lebensweg quasi auch ein bisschen dokumentieren nach außen, wenn denn Zertifikate in Zukunft nicht mehr die Rolle spielen werden. Und gleichzeitig, das ist das, was Tom Friedman seinen Töchtern empfiehlt, halt immer wieder unternehmerisch denken. Also weniger, das haben wir ja in Deutschland, weniger darauf hoffen, dass jetzt irgend so ein Arbeitgeber kommt, der einem den Job dann da bietet. Und den man dann nur ergreifen muss, sondern auch selber überlegen, wir haben im Moment in diesen Umbruchphasen sind enorme Chancen, um selber was aufzubauen, um selber Ideen einzuspeisen, um selber was zu entwickeln, auf den Weg zu bringen. Und da fehlt uns noch so ein bisschen hier so der Spirit, aber das bräuchten wir und das bräuchten wir auch, um halt mehr Unternehmen zu gründen, die dann auch wiederum andere anstellen können. Und das ist ein großer Bereich. Gleichzeitig müssen wir immer wieder, hier hinten sind wir also, wenn wir dann auch im Unternehmen sind, immer wieder weiterlernen. Es ist halt dieses Lernen im Arbeitsfluss. Das ist halt das. Es hat sich komplett gewandelt. Also dieses ist das alte Modell. Das ist leider das alte, oder das ist das Modell, das ist das Werteset, das Mindset der Generation, die im Moment an den Schalthebeln der Macht sitzt. Die dachten irgendwie, sie denken, so hat die Welt zu sein. Alles schön strukturiert, vorne die Ausbildung, dann arbeitet man ein bisschen und hinten kommt dann die wohlverdiente Rente. Dieses Thema hat sich erledigt. Stattdessen sind wir jetzt in diesem Flow, dass wir am Anfang so eine Makroeinheit mal lernen. Also wir sollten schon mal ein Fundament haben, um in irgendeinem Arbeitsmarkt arbeiten zu können. Das kann ein Studium sein, durchaus. Das kann eine duale Ausbildung sein. Das kann aber auch ein Udacity-Kurs sein oder ein anderes. Ich habe in der Anja Time Nummer 13, habe ich das mal dargelegt, wie man das auch persönlich für sich anlegen kann, wenn man selbst organisiert arbeitet. Und dann kann man sich auch selber ohne externen institutionellen Anbieter sehr wohl ein Makro-Mindset aufsetzen, aufziehen, wo man Experte wird in einem bestimmten Themenfeld, was man dann als Sprungbrett nimmt für die nächste
für die nächsten Entwicklungen, Lernentwicklungen, die man dann in diesem Ökosystem der medialen Umgebungen, also in diesem Lern- und Arbeitsumgebung, dann mit Mikroschritten dann immer weiter ausbaut, bis dann vielleicht dieser Beruf dann wieder disruptiv durcheinandergewirbelt wird. Dann muss man vielleicht wieder ein neues Makroeinheit machen. Aber das ist im Grunde so, in diesen Flow muss man irgendwie reinkommen. Und das hat halt auch, wie gesagt, große Chancen, weil man nämlich nicht 40 Jahre in irgendeinem langweiligen Job sitzen muss. So, das heißt, nutzt dieses ganze Potenzial, was da draußen gibt. Schaut euch um, nutzt es vor allen Dingen nicht für private Zwecke, nicht primär für private Zwecke, sondern baut es euch wirklich als Arbeitsumgebung auf. Das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, dass diese sozialen Netzwerke dafür genutzt werden können, euch selbst persönlich weiterzuentwickeln. Und da gibt es so viele tolle Sachen. Also schaut euch ein bisschen um und schaut auch ein bisschen über den Horizont hinaus, den ihr euch bislang erarbeitet habt. Es gibt, kommen jede Menge neue Ad-Tech-Apps raus und Umgebungen, die einem helfen, auch solche Makroschritte zu gehen oder Mikroschritte. Da kann man sich, kann man sich das wieder, wie gesagt, sich nicht in die App hineinbegeben und das dann mit einem machen lassen, sondern sehr proaktiv selber sich überlegen, wo will ich hin, wo finde ich das am besten und dann machen. Also wirklich als Instrument nutzen. Oder halt, und das ist der Vorteil, den ihr jetzt alle schon habt, weil es gibt ja schon andere Branchen, die schon längst durcheinander gewirbelt sind. Und die haben sich schon eine Infrastruktur aufgebaut, die Leute, weil sie halt, also die Medienindustrie ist durchgewirbelt, die Musikindustrie ist durchgewirbelt, der Handel, die Reisegesellschaft und so weiter, es ist ja alles schon durch die digitale Transformation durcheinander gewirbelt. Und diese Leute haben sich eigene Strukturen gebaut, basisdemokratisch, aus der Crowd heraus. Und so gibt es jede Menge überall, natürlich halt diese Coworking Spaces, wo man reingehen kann, um andere zu treffen, um mit anderen vielleicht gemeinsam durch einen Zufall irgendwas Neues zu entwickeln. Schaut euch das an. Es gibt jede Menge offene Werkstätten, Makerspaces, Fablabs, die überall aufpoppen und aufmachen, wo man hingehen kann, wo man, wo 3D-Drucker zur Verfügung gestellt werden, wo manchmal Sägewerkstätten, Metallwerkstätten, Nähmaschinen und so weiter. Die werden dann geshared, das ist halt diese Sharing Economy. Man braucht ja nicht jeder, eine Nähmaschine, wenn man nur einmal im Jahr was macht. So, und das sind genau diese Orte, wo man hingehen kann, wo man tolle Leute trifft, die sehr einem bei auch selber weiterhelfen. Und wenn man irgendwas nicht beherrscht, dann das ist wirklich so eine Peer-to-Peer-Lernen wird da praktiziert. Es gibt diese ganze Barcamp-Struktur in der Zwischenzeit, wenn ihr da mal schaut. Da findet ihr zu allen Themen in der Zwischenzeit Barcamps. Es gibt gute und es gibt weniger gute. Da muss man für sich einen Weg finden, wie man da gute identifiziert. Am besten würde ich empfehlen, indem man sich irgendwie auf Twitter mal mit ein paar Leuten verbindet und dann schaut, wo die so hingehen. Dann Meetups ist ein ganz riesen Sektor, eine App, die man sich runterladen kann, kostenfrei und schauen kann, was hier habe ich jetzt Berlin und Umkreis von 50 Kilometer angegeben. Und damit ihr mal seht, was nur heute auf Meetup stattfindet, das ist selbst organisiert von Leuten initiiert, die dann einladen und sagen, komm, wir beschäftigen uns mit dem Thema oder die eine Gruppe da eingerichtet haben. Also nur das ist das Programm von heute, was man nur über Meetups absolvieren kann. Und da findet jeder Themen, da findet jeder irgendwas, da kann man Englisch lernen, sehr informell, da kann man irgendwie Programmierung sehr informell lernen, da kann man sich mit Makerspace, mit 3D-Druck und so weiter, mit Blockchain, man kann sich mit allem möglichen, mit Yoga, was sehe ich gerade hier, man kann, also es ist so vielfältig und ihr werdet staunen, auch an eurem Ort, egal wo ihr lebt, ihr werdet bestimmt irgendwas da finden. Ja, das ist im Grunde die Journey, die wir alle vor uns haben. Manche sind schon durch und befinden sich schon hinten im Ökosystem. Die anderen beginnen und sollten sich dafür aufstellen. Und die Politik sollte dabei helfen und die Institutionen, dass wir diesen Culture Change, diesen Kulturwandel auch wirklich geschmeidig hinbekommen. Man kann eigentlich gar nichts falsch machen, außer man bewegt sich. Also solange man sich bewegt, wird man vorankommen. Insofern war es das von mir. Dankeschön. Viel zu lang geworden wieder.
Anja, nein, das ist überhaupt nicht viel zu lang geworden. Das war super spannend. Ich glaube, alle sind an deinen Lippen gehangen. Jetzt gibt es bestimmt einige Fragen, die auf uns zukommen. Ich merke auch, viele Teilnehmende geben auch schon ein. Also ich. Freitag ist also eine Schweizer Marke, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die kommen aus Hamburg. Entschuldigung, an alle Schweizer. Zürich, okay. Also, Schweizer wie immer gehen voran. Tolle Stellenausschreibung. Also erstmal kommen ganz viele Dankesbekundungen für diesen tollen Einblick, den du uns gegeben hast, Anja. Also war ja wirklich umfassend, was alles passiert, auch dieses schöne Beispiel E-Sports und was man tun muss, dass man sich da auch hin entwickelt. Also das heißt aber auch sehr die Augen offen halten und sich reinbegeben in die Netzwerke. Ja, ich habe dieses E-Sports natürlich auch wegen dem jugendlichen Thema mal gewählt, aber auch, damit auch die Eltern und das Umfeld begreift, dass das nichts Schlimmes ist und dass das wird ja oft gerne so ein bisschen despektierlich dann begutachtet, weil das halt Gaming ist und was alles für Zuschreibungen im öffentlichen Raum herrschen. Und ich möchte, dass das einfach verstanden wird, dass wir uns in einem Kulturwandel befinden und man kann diesen auch konstruktiv gestalten. Also es ist auch nicht schlimm, wenn Kinder, ja, das ist jetzt eine Gratwanderung, aber es ist grundsätzlich nicht schlimm, wenn die spielen, wenn die digital spielen. Also wie gesagt, es gibt professionelle E-Sportler. Kann man denen auch als Berufsfahrt auch mal aufzeigen. Aber dafür braucht es auch, weil das Thema war ja auch Professionalisierung, natürlich braucht es dafür einen höchst professionellen Ansatz. Und zwar nicht in dem alten Sinne, wie wir ihn verstanden haben, dass wir die Sekundärtugenden da irgendwie fördern, sondern dass wir verstehen, dass man, wenn man so einen Job auch ausfüllen will, sich diese Eigenschaften auch drauf schaffen muss, dass man sich weiterbilden muss, dass man sich weiterentwickeln muss. Und es kommt auf die Haltung dann auch an. Aber darüber können wir ja mal diskutieren. Also was braucht es heute? Und also wenn Professionalisierung nicht mehr bedeutet, dass wir auf Sekundärtugenden achten, also Sekundärtugenden sind Fleiß, Pünktlichkeit, ordentlich sein, Gehorsam und so weiter. Das sind ja alles diese Angestelltenmentalitäten, die wir da immer irgendwie versucht haben, zu vermitteln. So, was braucht es denn heute irgendwie an Sekundärtugend oder an Haltung, um professionell arbeiten zu können, Selbstorganisation, Selbstbestimmung, Flow, Verständnis, Selbstachtung, also sich selber zu kennen, wo man hin will, was hat man für Talente, wo will ich hin? Das sind ja eigentlich die Werte, auf die wir irgendwie achten müssten. Und ja, darauf sind wir alle überhaupt nicht so eingestellt. Ja, also das zwei Dinge fallen mir da spontan ein. Das heißt, wenn ich auch mein Talent entdecken, das eine, und das auch professionell entwickeln will, da fällt mir wieder ein, dass je länger man eine bestimmte Tätigkeit ausführt, desto kann man sie. Also Übung macht den Meister, dieses alte berühmte Sprichwort. Beispiel ja auch die Beatles, die damals die Chance hatten, immer in so einer kleinen Kneipe da in Hamburg zu spielen, und zwar so viel miteinander, so viele Stunden miteinander zu spielen, dass sie dann eben auch so hoch professionell und so richtig gut wurden. Das heißt ja auch früh anfangen und die Kinder dann nicht weghalten vom Computer, sondern sie durchaus ausspielen lassen. Also so habe ich dich da verstanden, Anja. Und Spielen lassen oder auch, also wenn ich jung wäre, habe ich jetzt so im Vorfeld immer überlegt, was würde ich machen, also mit dem Wissen von heute, dann würde ich mir eine Basisqualifikation irgendwie draufschreiben, ist egal was, also was einen selber interessiert. Das kann durchaus auch Maschinenbau sein oder Mathematik oder Physik, wenn man sich dafür interessiert. Oder das kann aber auch ein Handwerk sein, das ist egal was. Also erstmal irgendwie mal irgendwo reinkommen. Und dann parallel auch immer schon, ich denke, da werden wir alle nicht umhinkommen, immer parallel schon so ein zweites Spielbein aufbauen.
So ein Leidenschaftsding. Wo treibt es mich hin? Was könnte ich mir vorstellen? Was würde ich gerne tun? Und sich damit so ein bisschen im Hinterkopf auch beschäftigen und sich da auch professionalisieren. Also im Grunde da dieses Singapur-Modell. In Singapur müssen die ja in der Zwischenzeit eine zweite Berufsausbildung absolvieren. Also die werden mehr oder weniger gezwungen dazu. Das ist für den Fall, dass der erste Job wegfällt, dass sie dann eine Option haben, einen zweiten ausüben zu können. Und ich glaube, da in die Richtung müssen wir auch selber uns denken. Und was Gaming anbelangt, also mir geht es nicht alles um Gamification, was ich hier gerade gelesen habe. Da sehe ich auch eine große Gefahr, weil wir dann wieder so einen Standard suchen. Nicht alle Menschen spielen. Ich bin zum Beispiel gar kein Gamer. Ich kann überhaupt gar nicht in solchen Umgebungen nichts mit anfangen. Also es muss nicht alles jetzt gamifiziert werden, aber das ist halt einfach ein Bereich, E-Sports, und das ist ein, so würde ich sprechen, als Ökosystem. Und genauso haben wir ein Ökosystem, in dem Umfang irgendwie, das hier ist halt jetzt schon sehr kommerzialisiert, sehr professionalisiert. Aber wir werden auch neue Felder eröffnen müssen. Rund um die Maker-Szene wird sich irgendwie ein Ökosystem entwickeln. Man bräuchte mehr Zeit, um sich da richtig reinzuarbeiten, um das mal so auch in die Zukunft hineinzuführen. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man spielt, schadet nicht, oder man schadet auch nicht, Interesse dafür zu haben. Also es ist ja auch vor allen Dingen ein Jungs-Ding. Also es sind vor allem 70% dieser Spieler sind Jungs. Aber dieses Drumherum, also nicht, was mich fasziniert ist, wenn man das wirklich als Ökosystem begreift, dass man, so wie auch die Wolfsburger, dass man im Grunde sich mit so einem Thema beschäftigt und dafür professionelle Strukturen wiederum aufzieht. Und das auch als regionales Wirtschaftsmodell dann und Wirtschaftsstruktur dann auch versteht. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir noch uns so schwer tun, also wir haben so die analoge Welt, die alte Welt, und die digitale Welt ist uns so ganz fremd, und dass das aber schon längst zusammengewachsen ist in manchen Bereichen, das erfahren wir so sonst gar nicht. Also wir nutzen es halt immer noch so als Medium. Guck mal, ich muss jetzt hier mal lesen, damit ich hier nicht so nur wo ich hin monologisiere. Ja, es kann die Frage, was passiert mit denen, die diesen ja diese Veränderung nicht mehr mit nachvollziehen können. Das war ein bisschen weiter oben noch. Ja, das ist ja eine wichtige Frage, aber auch die typische Frage, die wir immer stellen, womit wir uns dann auch immer wieder so ein bisschen zu sehr zurücknehmen als Gesellschaft. Ich würde sagen, dass wenn man politisch, infrastrukturell die Rahmenbedingungen richtig setzen würde, dass 80% problemlos damit klarkämen. Dann hast du noch 20%, die halt wirklich überfordert sind, die das mental nicht schaffen, die das psychisch nicht schaffen, die unglückliche Rahmenbedingungen haben in der Familie oder im sozialen Umfeld. Natürlich müssen wir uns um die kümmern. Natürlich brauchen wir dafür Einrichtungen und Unterstützungsangebot und so weiter. Aber das bitte nicht immer nur als die Norm zu nehmen, sondern lass doch auch mal die Leute fliegen, die schon fliegen können. Und die nicht irgendwie zurückhalten, nur weil andere noch nicht fliegen können. Und ich glaube, da müssen wir noch, also da würde ich gerne so ein bisschen drauf hinarbeiten, dass wir so ein bisschen nicht Elitenförderung. Das ist auch wieder der Fall, die falsche Sicht, weil auch diese ganzen Exzellenzgeschichten, sondern mal ja auch so ein Menschenbild auch zu ermöglichen oder ein Menschenbild zu generieren, was es zulässt, dass 80% der Menschen im Grunde sehr wohl lebensfähig Also wären. dieses, Auch ohne Unterstützung, ohne Betüddelung. tatsächlich auch selbstständig sein lassen, also auch mal wenn zuzulassen, dass es dann halt nicht so im engen normalen Bereich läuft, aber dann dieses, Ja, weg von dieser Standardisierung. Ich glaube, die Standardisierung steht genau. uns im Moment im Weg. Bin gerade hier mal ist die Form der Gaming-Umgebung ein Modell für die Zukunft mit der Form der künftigen Zusammenarbeit? Ja, das glaube ich.
Das glaube ich. Und zwar in dem Punkt, dass, wie ich versucht habe, na, wie analoge Welt, also alte Welt und neue Welt jetzt so zusammenwachsen. Ich glaube, da kann man sich ein Beispiel nehmen oder das kann man sich so als Exempel mal so ein bisschen genauer anschauen. Ich habe jetzt auch erst angefangen, also jetzt so im Rahmen dieser Veranstaltung. Man müsste dem wirklich mal richtig gezielt nachgehen, wie dieser Komplex sich entwickelt hat, weil es halt auch sehr kommerzialisiert ist. Das ist halt ein anderer Nachteil. Also es ist halt getrieben natürlich durch die Werbeeinnahmen und es ist im Grunde, unterscheidet sich dann der E-Sport durch nichts von dem jetzigen Fußballbetrieb, der ja auch furchtbar geworden ist. Also in die Richtung, aber da hat man jetzt schon Erfahrung gesammelt. Man weiß, wie man solche, die Bundesliga irgendwie wirklich extrem ausschlachten kann, kommerziell und finanziell. Und das überträgt man jetzt im Grunde auf die E-Sport-Szene. Das ist nicht schön. Also ich würde mir auch eine andere Welt lieber wünschen, aber das ist aber das, was geschieht. So, in der Genau, also Weiterlesung. wenn man das auch unterstützen kann, fördern kann, von Nicole. Was kann die Schule tun? Was kann das Elternhaus tun hier? Ja, also ich meine, was wir alle hier tun können, ist halt mehr Offenheit in dem ganzen Digitalen gegenüber, mehr auch mal links und rechts vom Pfad schauen und nicht, also auch, also ich meine, ich finde es ja gut und schön, wenn die Leute MINT studieren. Ist ja alles okay, aber das jetzt dann auch wiederum so in den Fokus zu rücken, das kommt ja durch unseren Maschinenbau und Automobilindustrie, dass man irgendwie denkt, jetzt müssen wir die noch weiter fördern. Derweil, aber wir wissen, und es gibt die Zahlen dazu auch, dass die Kreativindustrie natürlich halt mehr Jobs hat als alle anderen Branchen. Und natürlich verdient man mehr im Maschinenbau und sie haben auch eine höhere Wertschöpfung, aber das wird ja jetzt noch massiv sich steigern. Also wir werden ja wirklich, also durch dieses Internet wird diese Kreativbranche wird immense Dimensionen annehmen und das wird überhaupt noch, spiegelt sich noch eigentlich nicht wieder in diesen Bildungsstrukturen, Ausbildungsstrukturen. Ja, das ist ja dieser Scherz früher, was machst du beruflich, ja, was mit Medien, das müsste man auch noch auch das müsste man viel weiter professionalisieren. Also wir sind da alle noch sehr hausbacken unterwegs. Ich auch, also, ne, weil wir müssen uns da neue Infrastrukturen auch aufbauen, um auch innovativ zu sein. Versuchen wir hier noch ein bisschen zu lesen. Weil ich dann schon so langsam ein bisschen auf die Uhr gucken muss. Also ich wollte Ah ja, sehr okay. gerne noch auf deinen Anja Time hinweisen. Also wenn man auf YouTube geht und nach Anja Time sucht, mit deinen Videos und den Kommentiermöglichkeiten hast du ja hier auch eine Plattform geschaffen. Da kann man sich durchaus auch mit dir in Verbindung setzen und diskutieren. Und tatsächlich ist es so, also ich meine auch, dass man mehr Diskussionsmöglichkeiten über diese neuen Ansätze schaffen müsste.